Hi YouTube, da sind wir wieder bei einer neuen Folge meines Bespin DLCs von Star Wars Battlefront EA Durchspielens. Wir sind tatsächlich wieder angekommen am Anfang und ich habe leider eine Map nicht ganz gehabt, aber ich bin jetzt bei der 12. Map, komme ich wieder bei einer Map an. Das erste Mal kommt wieder eine, die ich am Anfang auch schon hatte. Okay, und jetzt müssen wir wieder mal Sabotage in den Carbonite Freezing Chambers. Irgendwo gab es hier ein kleines Gimmick, wo man auch dieses Ding hier aufmachen konnte. Aber war das das hier? Ich glaube nicht, ne? Ne, irgendwo muss es aber einen Schalter geben, glaube ich. Ah, hier. Nein, lass mich raus. Und ja, es sind noch halbwegs viele Leute da. Könnte Spaß machen. Und verteidigt die Generatoren. Und die müssen von hinten kommen, eher. Ich brauche ein neues Power-Up. Entschärft diesen Sprengsatz. C ist also gerade aktiviert worden. Ach, schau an. Also hier hinten sind die dann eher in der entgegengesetzten Richtung dazu. Lando, komm. Mein Gott, ich habe das Heldensymbol gesehen. Und ich renne genau dann in Lando rein. Das kann nicht wahr sein. Oh, aber ich habe einen getötet, glaube ich. Generator zerstört. Haltet den Rebellenabschaum von den Verbündeten fern. Jawohl, allein gegen alle. Lass die Rebellen nicht in die Nähe eines unserer Generatoren. Schon wieder, ich erhalte aber echt mal viele Infanteriegeschütze, ehrlich gesagt. Nein, so knapp wieder.
Ah gut, ich habe ihn fast gehabt. Okay, weiter geht's. Haltet sie auf nach feindlichen Angriffen. Die Rebellen versuchen sich zu wehren. Deaktiviert diese Sprengladung. Komm schon, du hast ihn, jawohl, immerhin. War das mein Partner? Nein, ich glaube nicht. Mir würde lieber mehr gefallen, dass wir da uns B sichern können. Der Feind ist in der Überzahl. Geil, guck mal, wenn man hier drauf schießt, auf die Rohre, kommt erstmal Gas raus. Okay, das wird nicht gut. Ich glaube, die haben B auch geschafft. Neutralisiert diesen Sprengsatz. Okay, die haben es geschafft. Na los, rein da, Leute. Wir müssen verhindern, dass die A bekommen. Nein, jetzt sind ja auch noch schon wieder alle da. Und wir haben die ganze Zeit nur auf uns selbst geballert, glaube ich. Oder die, meine Kollegen zumindest auch. Go, 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 Leute. Jetzt aber schnell. Ich glaube, wir sind falsch gerannt. Tja, das war's dann wieder mal für uns, glaube ich. Der Countdown des Rebellensprengsatzes läuft. Entschärft sie! Das wird wohl nicht mehr hinhauen. Sie entkommen, haltet sie auf! Vielleicht kann ich ja mal ein Held werden wieder. Das wäre ganz schön. Also warte mal, da war B. Ich wollte hier, glaube ich, gucken gehen, ob hier nicht ein Helden Power-Up kommt. Ja? Die Verwirrung steigt. Aber ich glaube, wir sind schon relativ richtig. Die sind gut, ziemlich gut gerade. Jawohl, das war's schon. Alles klar, also ich habe ja meine Map Rotation versucht durchzuzocken. Oh, und der Server ist immer noch derselbe Feuer. Server, das ist voll cool. Der ist auch immer noch voll, hat nie aufgehört die ganze Zeit. Und das war jetzt Sabotage wieder in Carbonite Freezing Chambers. Das erste Mal, dass nach 12 Maps oder innerhalb von 12 Maps eine Map sich wiederholt. Ist aber auch nicht richtig der Reihenfolge nach gewesen. Also ich war nicht die erste, war jetzt nicht wieder die erste. Egal, die Rebellen. Und was habe ich hier noch? Ja, ich glaube, leider kann ich nicht zeigen,
Die vorherige Map, das war Wolkenstadt Cloud City Map. Und zwar Kampfläuferangriff, weil wieder mein Aufnahmeprogramm rafft das irgendwie nicht immer, keine Ahnung. So, und darf ich mal sagen, dass ich. Naja, ich spiele sie noch weiter. Obwohl, ich könnte eine andere Waffe nehmen. Diesmal bin ich auf Rebellenseite, oder nicht? Jawohl, da ist ein Rebellenoffizier gerade, den wir gesehen haben. Und jetzt spielen wir wieder mal die X8 einfach. Und ich glaube, jetzt kann ich meine Hand auch nicht wechseln, leider. Egal, dann bleiben wir dabei. Ihr müsst an den imperialen Stellungen vorbei, um die Tibana Gasgeneratoren zu zerstören. Solange der Traktorstrahl aktiv ist, kommen unsere Schiffe nicht von hier weg. Alles klar. Das Imperium versucht Traktorstrahlen zu betreiben, um die Leute an der Flucht zu verhindern, zu hindern. Das ist nicht gut! Während ihrer Übernahme der Spin-Station. Das ist wirklich passiert. Komm schon! Komm schon! Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. Schnappen wir sie uns! Okay, los geht's. Da ist keiner. In der Region sind Sturmtruppen. Wir haben eine Sprengladung scharf gemacht. Bleibt in der Nähe. Das hätte ich mir wohl so gewünscht, dass da keiner gewesen wäre. Aber ich bin mit Matte Fun. Das ist meiner. Das ist ja cool. Dein Heldenpickup! Der Timer ist online. Das muss so. Jetzt hat's jemand anders. Oh nein! Haltet uns die imperialen Truppen vom Leib. Ja, schade, dass der Cheater wieder da ist und das macht auch direkt die Laune wieder ein bisschen runter. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Ein Held, ich kann ein Held werden, trotz allem. Das Einsatzziel wird. Nein, kann ich nicht. Feindliche Einheiten geortet. Sorgt dafür, dass nichts unseren Fortschritt aufhält. Da ist ein Heldensymbol, aber das ist dasselbe, glaube ich. Sprengsätze
Juhu, ich bin ein Held. Dann spielen wir mal als Lando wieder. Dann gibt's da noch was. Hallo, was haben wir denn hier? Imperialen Truppen haben den Countdown angehalten. Tja, das war's dann wohl wieder mal. Game spoiled. Der Timer ist online. Das muss so bleiben. Weiter, Leute, weiter! Ihr schafft es! Die Sturmtruppen haben die Sprengsätze entschärft. Ja, schade. Also wieder mal im Arsch. Wir haben eine Sprengladung scharf gemacht. Bleibt in der Nähe. Haltet uns die imperialen Truppen vom Leib. Imperiale Einheit in der Zone. Das Einsatzziel wurde scharf gemacht. Tracy Cotta! Wir haben das Gebiet um den Generator verloren. Formiert euch neu und schaltet ihn aus.
Mich wundert aber schon, dass meine Leute das geschafft haben jetzt irgendwie. Nicht nachlassen, mach was. Laut unserer Scanner sind die Traktorstrahlen immer noch funktionsfähig. Zerstört sie! Alles klar. Und, ja, ich... Wir haben eine Sprengladung scharf gemacht. Bleibt in der Nähe. Ich lese gerade die ganze Zeit hier noch diese kleinen Chat-Nachrichten da oben. In-Game-Chat. Weil die sich alle darüber aufregen, dass ja ein Kerl jetzt hackt, natürlich. Da ist er. Genau dieser Penner. Dafür lohnt es sich dann, um ehrlich zu sein, ja schon, dieses Origin-Overlay anzulassen. Ich habe es abgestellt, weil ich dachte mir nur, das ist dann eigentlich immer nur nervig. Und am Ende immer falsche Tasten zu drücken und dann in das Overlay reinzukommen. Oder das verbraucht nur weiteren zusätzlichen extra Speicher oder sowas. Ja, super. 2 Kills. Alles klar, YouTube. Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Diesen Part muss ich erstmal verdauen. Der wird vermutlich dann nicht so lang sein, aber da kommen müssen wir durch.